Schönen guten Vormittag eigentlich noch. Bin ja so gewohnt, dass es am Nachmittag ist. Schönen guten Morgen eigentlich fast noch. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig. Hans reicht, Umlaute sind unpraktisch. Merkt sich das für eure Kinder. Zwei Umlaute wird jeden Boarding-Prozess am Flughafen massiv torpedieren. Nicht? Also bitte gebt eure Kinder keine Umlaute. Namen, das ist echt scheiße. Ja. Gut, okay. Hans-Jürgen Schönig, ich mache seit fast 20 Jahren nur Postgres, also ich bin ein bisschen leicht monotheistisch angehaucht, was das betrifft. Manche sagen Spezialisten, andere sagen Fachidiot, das kann man sich jetzt ein bisschen aussuchen. Das heißt, wir haben jetzt folgende Sachlage. Ich bin voriges Jahr einmal über so ein Posting gestolpert. Ja? Und zwar hat da jemand aus der Oracle-Fraktion, gibt es jemanden aus der Oracle-Fraktion unter uns? Ein Ungläubiger, zwei Ungläubiger. Ja, das passt schon. Das seid ihr verziehen. Ja. Einen Freischaden hat jeder nicht. Das heißt, ich bin über so ein Oracle-Paper geschrieben, wo die Oracle in ihrer gnadenlosen buddhistischen Demut da so geschrieben hat, ja, eine Milliarde Zeile pro Sekunde, wir machen, wir kennen, wir sind und so weiter. Nicht? Dann habe ich so ein bisschen weiter gelesen, so ein paar andere Posts noch gelesen und da, das ist halt so ein bisschen wie man es aus anderen Branchen kennt, wo halt Vergleiche gezogen werden. Ne? Und da haben wir gedacht, naja, wenn so typischerweise das Telefon läutet, ja, ist so immer die Anfrage, kann Postgres skalieren? Ne? Jetzt, was sagst du dann drauf? Ne? Jetzt ist, manchmal ist die Antwort, naja, wie viele Kunden haben es denn schon? Und einer hat wirklich einmal gesagt, ich zitiere, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, meinen Bruder und mich, können Sie skalieren wie Facebook? Zu zweit haben wir schon, ja? Also, und dann sage ich, ja, das müsste ja ausgehen. Ich werde da mal mit dem Kollegen reden, aber das können Sie ausgehen. Ja? Jetzt haben wir gedacht, um diese Diskussion zumindest einmal für meinen Teil ein bisschen zu beenden, ist es immer ganz gut, nicht nur zu sagen, wir kennen das alles, alles leibend, alles super, alles wunderbar, sondern es ist durchaus auch ganz praktisch, verstehen mich die deutschen Kollegen? Also, ich bin ein bisschen ins Österreichische verfallen, das ist Deutsch 2.0. Alles. Okay. naja, Österreich ist mehr der poetische Teil, ne? Das sprachlich gesehen jetzt. Das heißt, jetzt haben wir gedacht, besser ist da irgendwelche Sachen zu machen und irgendwie, wir können alle super, rotes Marketingpapier, alles super. Haben wir gedacht, schaffen wir Fakten, nicht? Messen wir es einfach durch, schauen wir sich das an, schauen wir, wie weit wir kommen, nicht? Und dann sind wir arrogant, großkotzig und schreiben ein blaues Paper statt am roten, nicht? Ah, schön. Und das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, eine Milliarde Zeilen pro Sekunde ist die Ansage. Da geht es jetzt nicht darum, ist das jetzt eine Milliarde Zeilen, sind das 950 Millionen oder sind es 5 Milliarden pro Sekunde? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Frage ist, wie weit komme ich mit bestehenden Mitteln, also quasi wie gut skaliert das, welche Möglichkeiten habe ich und was man fairerweise auch sagen muss, was geht nicht, was fehlt, was muss man einbauen und so weiter. Also das ist im Prinzip die Sache, um die es da geht. Gibt es da Fragen fürs Erste? Vielleicht sprachlicher Natur, oder? Gut, okay. Eine Milliarde Zeilen die Sekunde. Und das habe ich im Wesentlichen eh schon gesagt, wie weit kommen wir da, was funktioniert und wie gehen wir das Ganze an. So, was einmal ganz wichtig ist, wenn solche Zahlen publiziert werden, es macht schon einen Unterschied, welche Art von Abfrage das ist. Also eine Milliarde Zeilen zu zählen, ist ein bisschen was anderes, wie eine Milliarde Zeilen zu sortieren. Ganz unwesentlich anders. Ja? So Faktor 1000 oder so wahrscheinlich. Ne? Das heißt, es hängt immer bei diesen Sachen ab. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich stoppe so viele Daten rein und dann kriege ich in der Zeit ein Ergebnis. Völliger Schwachsinn. Das ist Scheißdreck, das in irgendeinem Marketingprospekt steht, wo es irgendein Typ geschrieben hat, der PowerPoint-Diplom hat, ja, aber das hat nichts mit Engineering zu tun, das ist Sales. Ja. Okay? Das heißt, da geht es wirklich darum, dass man sich anschaut, okay, wo kann man skalieren, wo ist das halt nicht so leicht und so weiter. Ne? Das ist durchaus ein bisschen eine subtile Geschichte. Das sollte man, glaube ich, durchaus an dieser Stelle im Sinne der Professionalität durchaus anmerken. Ja, ja. Es ist so, in der Steinzeit war es so, dass Postgres pro Query einen Core verwendet hat. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, weil mit einem Core kriege ich das natürlich nicht hin. Also das kriege ich vom Durchsatz natürlich nicht gebacken. Ne? Das heißt,
eigentlich sind diese Tests sinnvollerweise erst möglich worden, wie man begonnen hat, so Abfrage auf mehrere Cores zu verteilen. Und das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ja. Der Punkt ist, seit Postgres 9.6 gibt es jetzt diese Parallel-Queries. Ja. Und dazu muss man auch wissen, dass ungefähr 5 Jahre Infrastrukturarbeit nötig werden, um dorthin zu kommen. Ja. So, man baut jetzt irgendwie Parallel-Query ein und dann ist irgendwie da. Ja. Das ist ein Schatz. Ja. Das heißt, man muss das auch so sehen, dass da wirklich jahrelang Infrastruktur zuerst einmal gebaut wird, bevor man irgend sowas einmal ansatzweise implementieren kann. Ne. Das ist auch relativ wichtig. So, historisch gesehen hat man das natürlich auch machen können. Da hat es so ein Tool gegeben von Skype. Da war die Idee einfach, dass man quasi eine Start Procedure schreibt und die verteilt dann die Abfrage und dann ist das alles ganz fein. Ja. Das haben wir gemacht so vor 10, 12 Jahren, wenn es um größere analytische Sachen geht. Ist aber nicht mehr zeitgemäß, weil es ist nicht transparent. Und ich muss händisch eingreifen und uncool ist auch. Und damals war das alles ganz super. Das ist vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte 1 Milliarde Zeilen pro Sekunde erreichen, müssen wir offensichtlich anders arbeiten. Und dem Ganzen ein bisschen ein Gewicht zu geben, habe ich da an der Stelle so eine kleine Demo-Tabelle erzeugt. Die hat einfach nur 3 Spalten. Ja, und irgendein Index. Und die Sache ist gut. Das heißt, was wir da machen werden, ist einen Haufen Daten einfügen. Und einmal schauen, okay, wie kann ich quasi sowas skalieren. Jetzt ist die berechtigte Kritik bitte, ja, die absolut berechtigte Kritik, was ist, wenn ich da 50 Spalten habe oder was ist, wenn das kompliziertere Datentypen sind. An der Stelle möchte ich da entgegenwirken und sagen, es ist vollkommen wurscht, dann steckst halt ein paar Server dazu. Okay? Das heißt, in dem Moment, wo du halbwegs in der Lage bist, linear zu skalieren, ist relativ wurscht, ob ich N-Performance habe oder N-Drittel. Dann muss ich halt einen größeren Multiplikator davor schreiben. Ja. Das heißt, die berechtigte Kritik an dieser Frage, aber die Tabelle ist so einfach, das ist ja nicht real, ist völlig richtig. Es ist aber in der Realität, bezogen auf die Dinge, die jetzt kommen, ziemlich kurz wurscht. Ja. Und das in aller Deutlichkeit zu sagen. Gibt es da Fragen bis jetzt? Irgendwas Spannendes? Passt. Gut, das ist die Abfrage. Das heißt, Group, Count etc. Ich werde an der Stelle dann noch einmal weiter darauf zurückkommen, was passiert, wenn die Abfrage komplizierter wird, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und so weiter und so fort. Also mal die Abfrage, relativ einfach, zähl für jede Gruppe die Anzahl der Not-Null-Einträge und die Sache ist durch. Das heißt, fette Table, einfache Abfrage, relativ grau draus, ja. Das schaut so trivial aus, tatsächlich nicht täuschen. Da steckt einiges dahinter. Ja. Gruppe 1 heißt Gruppe erste Spalte, ja, falls irgendwer diese Frage hat. Gut, ja, habe ich schon gesagt. So, bevor wir jetzt über Skalierung reden, müssen wir als erstes einmal schauen, was haben wir überhaupt so an Single-Core-Performance zu erwarten. Das heißt, im Sinne von, ich möchte mein System jetzt einmal planen, ich möchte einmal überhaupt einmal abschätzen, wie viel kann ich da überhaupt rauskriegen aus dem Ganzen, ist es einmal interessant zu wissen, was kriege ich eigentlich aus einer Kiste so außer? Also was ist machbar? Und da haben wir was Hübsches gemacht, wir haben nämlich ganz groß investiert und haben uns da quasi in dieser Google Compute Engine ein paar virtuelle Maschinen gekauft. Sehr spannend, was die S32-Core-Maschine verkaufen, sind 32 Hyper-Threading-Threads, also 16 Cores. Nur so als kleiner Hinweis. Ich glaube, ich habe 1,5 Stunden debuggt, warum skaliert das? Warum skaliert das auch nicht? Nein, warum skaliert das liebe Produkt nicht? Ja, bis dann draufgekommen bin, Google tut ein bisschen bescheißen beim Verkaufen. Ja. Also das sind virtuelle Threads, das hat nichts mit Cores zu tun, also immer durch 2 dividieren. Ja. Nur so mal so nebenbei. Das heißt, bla 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 bla. Und da ist es so, wenn Postgres eine Parallel Query abfeuert, ist es einmal so, dass Postgres aus der Größe der Tabelle die Parallelität berechnet. Okay? Das heißt, es ist nicht so, wir haben jetzt parallel Queries, wir haben 3 Einträge und jetzt ist alles super parallel und leibend. Versuchen wir mal 3 Einträge auf 16 Cores zu parallelisieren. Das tut nicht so, ja, wie man sich das vorstellt. Das heißt, was Postgres einmal macht, ist, es geht einmal her und berechnet sich quasi aus der,
aus der Anzahl der Größe, aus der Anzahl der, also aus der Größe der Tabelle berechnet er sich einmal die, die Anzahl der Cores, die er für die Query verwendet. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich möchte viel, also ein Problem, das hat einen Grund, warum das so ist. Ich möchte nämlich viel Durchsatz, aber ich möchte auch die ganze Kisten verwenden. In der Realität ist es ja so, dass wenn ich jetzt alle Cores verwende und ihr schaut zu, ne, dann seid ihr angefressen. Ne? Das heißt, der Grund, warum das so ist, ist eigentlich der, dass man sagt, er versucht diese Parallelisierung so zu gestalten, dass die Leute am System durchaus eine Chance haben, noch gleichzeitig zu arbeiten. Okay? Das ist der Grund, warum er das so macht. Und da gibt es eine Einstellung jetzt, die heißt Min Parallel Relation Size, das ist bei 8 Megabyte. Heißt in weiterer Folge, wenn eine Tabelle unter 8 Megabyte ist, gibt es einmal prinzipiell keine Parallelität. Macht keinen Sinn. Weil quasi das Setup der ganzen Infrastruktur ist so teuer, dass es billiger ist, das sequenziell abzuarbeiten. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn das zu klein ist. Was auch spannend ist, wenn die Tabellengröße sich verdreifacht, gibt es einen Worker dazu. Also 3, 9, 27, 81, dann bin ich glaube ich bei 4 Workers oder so, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nicht? Und die 81-fache Datenmenge von 8 MB, das wird dann ganz schnell viel. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt auf 60 Cores gehen oder so, dann kann ich diese Einstellung nicht mehr niedrig genug machen, dass ich quasi die ganze Maschine kriege. Das heißt, es gibt da Einstellungen, ich kann sagen, Alter Table, Set Parallel Workers, dann zwinge ich das Ding, auf diese Tabelle die volle Latte zu verwenden. Okay? Das ist relativ wichtig für so einen Test oder generell für diesen Warehousing-Bereich, dass diese ganze Parallel Query hat OLTP im Hintergrund. Ja? Also kurze Abfragen, gelegentlich einmal ein bisschen was Größeres. Ja? Wenn ich jetzt aber sage, ich weiß, ich bin der einzige Job um 3 in der Früh, dann kann ich dem Ding natürlich sagen, hoch zu, nimm alles, was du hast, wirf das gegen diese Table und dann kann ich ihm quasi die Parallelität ein bisschen aufzwingen. Nicht? Das ist in dem Fall relativ praktisch, weil durch die hohe Core-Anzahl und durch die Tatsache, dass ich sowieso allein bin, habe ich ein bisschen das Problem, dass ich die Tabelle nicht groß genug kriege. Also ich kann keine groß genug Tabelle erzeugen, um das irgendwie auszufahren. Ne? Also 3 hoch 32 mal 8 MB ist eine Scheißzahl. Ja? Also das ist nicht schön. Gut, das heißt, da kann man ein bisschen zwingen. Und was noch dazu kommt bei den Sachen, ist jetzt das Folgende. Ich muss schauen, dass ich meinen Test so gestalte, dass ich in RAM komme. Sonst kriege ich den Durchsatz nicht durch. Also ich kriege ihn schon, ich brauche so viel Server, dass ich das ansaugen kann, überhaupt einmal von der Menge. Also wenn ich jetzt rechne mit, weiß ich nicht, 1 Milliarde Zeilen die Sekunde und sagen wir mal, so eine Zeile hat jetzt im Schnitt, weiß ich nicht, 40 Byte von mir aus, keine Ahnung, dann muss ich mir mindestens 40 Gig die Sekunde ansaugen. Das ist ein bisschen ein Disk-Benchmark, hätte ich mal gesagt. Ja? So ein moderner Power 8 Server hat 240 Gig Memory Bandbreite. Die Disk nicht. Okay? Das heißt, das Ganze skaliert natürlich genauso, wenn ich es nicht aus der Disk mache. Ja? Wenn ich es von der Disk mache, nur brauche ich viel mehr Maschinen. Ich brauche einfach den Durchsatz. Ja? Das heißt, der Test ist an dieser Stelle so gestaltet, dass das Ganze aus dem RAM kommt, weil ich sonst überhaupt keine Chance habe, diese CPUs auszunutzen. Ich habe den Ansatz der Chance, die CPU auszunutzen. Ich habe das daheim ausprobiert mit einer SSD, mit so einer Samsung 840, also eh was Schönes, also nicht geklumpert oder so. Ne? Und da ist es eigentlich so, dass ich mir auf den modernen Intel-Cores schon Probleme gehabt habe, einen einzigen Core auszulasten bei der Query. Dann habe ich mir zum Datenladen noch 3 SSDs gekauft, dann habe ich es geschafft mit der 4-Core-Maschine, also nur so, ja. Also drum bitte, wenn du sagst, es kommt aus dem RAM, ist ja alles nicht realistisch. Natürlich ist es nicht realistisch. Aber es ist kein Problem, man müsste einfach die Hardware anschaffen, um das zu tun. Schier's einmal 40 Gig rein in eine Maschine oder in 2 oder was auch immer. Das ist schon, ne, schon ein Thema. Ne? Gut, so. Das ist jetzt eigentlich die wichtigste Slide bei dem ganzen Thema. Wenn ich anfange da unten mit Millionen Rows per Second und da unten, das ist leider ein bisschen angeschnitten, die Worker-Prozesse dazu mache, dann sehe ich, dass Postgres unter der Annahme, ich habe keinen Disk-Bottleneck, eigentlich komplett linear nach oben geht. Das heißt, ich sehe eigentlich, ich habe bei einem Core
so viel Durchsatz, ich habe bei 10 Chors diesen Durchsatz, ich habe bei, weiß ich nicht, so viel Chors diesen Durchsatz. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wenn ich solche Mengen erreichen will, dass ich irgendwie linear bleibe. In dem Moment, wo man das exponential abbiegt oder quadratisch wird oder irgendwas, habe ich ganz ein echtes Problem. Okay? Dass das Wichtigste an dieser Stelle ist eigentlich, dass ich linear bleibe. Und da ist eigentlich Single Core, also Single Server eigentlich gewährleistet, dass wenn ich immer mehr Workers dazu nehme, dass ich eigentlich bis 16 Cores ziemlich linear raufgehe. Und das da hinten, das ist Hyperthreading. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt über 16 Threads aufgehe auf 32, das ist Hyperthreading. Das ist der Effekt von Hyperthreading. Das sind die Cores, die Google quasi geschenkt hat. Ne? Okay? Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und man sieht eigentlich, wie gering die Streuung da unten ist. Ne? Also quasi, wenn ich diesen Test mehrfach wiederhole, das sind diese Knäuel da, dann sehe ich eigentlich, wie linear das eigentlich aufgeht. Also das ist wirklich eine kerzengerade Linie. Bis du irgendwann einmal eine lustige Limitierung erreichst. Speicherbandbreite, irgendein Schaß, ja. Aber im Prinzip, wichtig ist, wir gehen einmal linear auf bei dieser Abfrage und alles, was da hinten ist, das ist einfach Hyperthreading. Was besonders spannend ist, bei 32 Cores kriege ich da echt schon böse Ausreißer. Ja. Wir haben jetzt nicht analysiert, warum. Ist ja vollkommen wurscht, warum? Weil von da nach da oben, da geht nichts mehr für. Also ich glaube, der höchste gemessene Wert zwischen echten Cores und Hyperthreading dazu war, glaube ich, 18% oder irgendwie so. Ja. War, glaube ich, der höchste Wert, den ich jemals gesehen hätte. Ja. Also im Prinzip vollkommen sinnlos. Ja. Sieht man da alles gut. Das heißt, ich sehe da Single VM, bin ich in der Größenordnung von 40 Millionen Zeilen die Sekunde. Ja, in dem Moment. Bitte, das ist eine zugemietete VM. Keine Ahnung, was für ein Hardware dahinter steckt. Ich weiß nur, wir haben dann die Rechnung gekriegt für den Test. Ich glaube, es waren 8,24 Euro oder so. Ja. Also es dürfte wirklich feinstes Eisen sein. Okay? Also das ist irgendein 0815 Google VM. Ja. Und wir sind da ungefähr Single Machine bei 40 Millionen Zeilen die Sekunde. Ne. Da geht noch was. Jetzt ist es so, jetzt natürlich 40 Millionen ist ein bisschen zu wenig, so gefühlt Faktor 25. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt hergehen und schauen, dass ich mehrere Maschinen dazu kriege. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass das Ziel der Übung ist. Nicht? Wenn nicht, nochmal über das ganze Problem bitte nachdenken. Jetzt ist es so, bin einmal hergegangen und habe der Einfachheit halber, ich meine, den ganzen Scheiß zu laden, das ist ja alles schon relativ mühsam, nicht? Bin einmal hergegangen, habe einmal gesagt, okay, hochgerechnet, probieren wir es einmal mit 32 Charts. Nicht? Und habe einmal auf jeden davon so 100 Millionen Zeilen gelegt. Ich habe mir das ausgerechnet, das geht sich schon aus, dass das im Speicher liegt. Ja? Also damit ich nicht diesen Disk-Bottleneck kriege, der nichts anderes tut, das dafür sorgt, dass ich mehr Eisen brauche. Was anderes tut der nicht. Weil die wirklich relevante Kurve ist die. Was kriege ich aus der CPU raus? Und wenn ich jetzt da durch einen Disk-Bottleneck an der Stelle abbiege, habe ich genau keinen Skalierungstest. Dann habe ich einen Disk-Benchmark und nicht mehr, nicht weniger. Ne? Ich möchte wissen, wie Postgres skaliert. Ne? Und das geht an dieser Stelle eigentlich nur, wenn ich das aus dem RAM hole. Das heißt, ich sehe da IO-Bottlenecks und so weiter. Ne? Also es geht wirklich um einen Postgres-Benchmark, nicht um einen Storage-Benchmark. So, das ist, glaube ich, die offensichtliche Architektur, die man an dieser Stelle machen wird. Ich habe die Tabelle mit diesen Einträgen und jetzt sage ich halt, ein paar von denen sind da, ein paar von denen sind da, ein paar von denen sind da. Man kann jetzt in diese Verteilung beliebige Logik reinstecken, je nachdem wie der Anwendungsfall ist. In meinem Fall ist es ziemlich wurscht, das heißt, ich habe da einfach Shared Nothing Architektur, zack, 130 mal dieselben Daten, die man erledigt. Ne? Aber im Prinzip, an dieser Stelle, wie das aufzuteilen ist, wie man das am gescheitersten macht, gibt es natürlich, weiß ich nicht, ungefähr 80.000 Doktoratsarbeiten wahrscheinlich drüber, ne? Wie man das am gescheitersten macht. Aber das ist ein längeres Thema, tut an dieser Stelle überhaupt nichts zur Sache. Ja, also Daten sind verteilt. Und Ziel der Übung ist, an der Stelle, da kommt die Query an, Postgres soll die Query verteilen, das gleichzeitig da auf den Maschinen ausführen, die Teilergebnisse aggregieren und das Ganze wieder zurückgeben. Und das bei 3,2 Milliarden Zeilen in weniger als 3 Sekunden. Das ist die Zielübung. So, gut. Das wollen wir. Gekürzt. Wir möchten
quasi auf der anderen Seite ein Teilaggregat rechnen. Das heißt, jeder Knoten rechnet seinen Count. Ja, das schaut dann so aus. Die Ergebnisse werden zaumgehängt und die Teilergebnisse werden aggregiert. Das möchte ich eigentlich erreichen. Das ist das Ziel der Übung. Das heißt, Ziel ist, Query parallelisieren, solche Teilqueries runterschicken, das heißt, auf der Gegenseite hergehen und diese Teilabfrage machen, gruppieren, Teilergebnisse zusammenhängen und am Schluss nochmal aggregieren. Und das Ziel der Übung ist, ich meine, das habe ich nicht händisch geschrieben. Okay? Das heißt, Ziel der Übung ist, dass genau das rauskommt am Ende des Tages. Ja? Also von der Ausführung her. Ziel ist nur, dass er es selber macht. Ich möchte, wie gesagt, einfach wirklich nur diese Query da dagegen schicken und am Ende des Tages machst du gut von selber. Ne? Das ist nicht so trivial. Ja? Das ist nicht trivial, bitte. Ja? Das ist nämlich ein bisschen hinterfotzig, ja, und da komme ich nämlich gleich auf einige Sachen zurück. In meinem Fall gibt es 10 Gruppen. Das heißt, es gibt 10 Inkarnationen von dieser Spalte. 0 bis 9. Das heißt, ich habe 10 verschiedene Gruppen. Das heißt, wenn ich da unten 100 Millionen Zeilen aggregiere, kommen 10 Zeilen raus. Wenn ich das auf 30 Server mache, habe ich da unten in diesem Schritt noch sagenhafte 320 Zeilen, die ich addieren muss. Das werde ich hinkriegen. Wenn ich da jetzt eine Gruppe für jeden Weltbürger habe, dann wird dieser Schritt ein bisschen zach werden. Weil dann muss ich nämlich im finalen Schritt möglicherweise hunderte Millionen oder Milliarden Zeilen aggregieren. Dann skaliert das nicht. Das heißt, allein bei dieser Query gibt es schon einen Unterschied performancemäßig durch die Tatsache, wie viele Gruppen kommen da außer. Weil wenn jeder von euch jetzt mit einem Kontostand kommt, muss ich das zusammenzählen. Ja? Das heißt, je weniger Leute da sind, umso besser wird es jetzt beim Zusammenzählen natürlich. Ne? Das ist völlig klar. Das heißt, allein bei dieser Abfrage schon steckt der Teufel im Detail. Ich kann nicht sagen, die Abfrage skaliert nicht. Das hängt massiv davon ab, was da rauskommt. Ja? Ob quasi dieser finale Aggregierungsstep ein Thema ist. Wenn ich jetzt da Milliarden Gruppen habe, muss ich ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, für alle Hibernate-User jetzt an dieser Stelle, danke für den jährlichen Winterurlaub, bin ich sehr dankbar für die Ineffizienzen, die ihr baut, ja, ist wirklich sehr zu Dank verpflichtet. Das heißt, für alle Hibernate-User, ich kann bei diesen Mengen und ob einer gewissen Komplexität nicht einfach irgendeine depperte Query schreiben und dann sagen, die Database skaliert nicht. Das heißt, das ist alles lustig, wenn du keine Daten hast, ja, aus der Million Lagereinträge, alles leibernd, alles super, juhu, Hibernate, ganz toll, ja. Wenn du 380 Milliarden Zeilen und eine scheiß Abfrage hast, dann ist nichts lustig und alles leibernd, ja. Dann wird das nie fertig werden, das wird nicht gehen und dann wird man für diese Fälle speziell nachdenken müssen. Hibernate ist lustig, wenn du 50 Tabellen ohne Inhalt hast, dann ist er Hetz, ja. Weil das hilft dir dann massiv. Wenn du jetzt 100 Milliarden Zeilen aggregierst, dann ist das gefährlich, weil du nicht mehr weißt, was passiert. Auf der Ebene entscheidet sich der Krieg. Ja? Bei Reinfüttern tust du immer das. Wusst du, was rauskommt? Ja? Also nur mal so neben Kommentar. Gut. So. Jetzt gibt es ein paar Nebenbedingungen. Ich bin jetzt der Server, ich habe jetzt meine 30 Shards und ich möchte von den Pistern irgendwie meine Daten rüberkriegen. Und da ist Postgres so, dass er defaultmäßig quasi, um schnelle Response-Zeiten zu kriegen, gibt es da Variable, die Fetch-Size. Das heißt, er holt sich von den Servern die Daten in einer gewissen Paketgröße. Und damit ich eben solche enormen Durchsätze hinkriege, ist 50 bei Default wirklich zu wenig. Das ist lustig im OLTP, ist aber überhaupt nicht lustig, wenn ich jetzt mehr Daten hole. Das heißt, ich kann einmal kontrollieren, wie tausche ich die Daten mit den Nodes aus? Und dann gibt es die sogenannte Cursor-Tuple-Fraction. Postgres optimiert normalerweise auf Antwortzeit. Wenn du einen Cursor verwendest, was ist ein Cursor? Wenn ich sage Select Stern von einer Milliarde Zeile, geht mir die Applikation in die Knie. Das heißt, ich muss sagen, declare Cursor vor Select Stern und die Daten paketweise holen. Weil sonst habe ich das irgendwann im Rahmen der Applikation, das geht sich nicht mehr aus. Das heißt, wenn ich einen Cursor habe, ist die Optimierung defaultmäßig auf 10%. Ja, und das brauche ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich, dass der auf Durchsatz optimiert und nicht auf Response-Zeit. Ja. Also das muss ich mir einstellen. Und das nächste ist dann,
dass um diese Sache in den Griff zu kriegen, muss ich mal sicherstellen, dass alle gleichzeitig rechnen. Ich kann nicht sagen, jetzt rechnest du deine 100 Millionen, dann warte ich, dann rechnest du deine 100 Millionen, dann warte ich, dann rechnet der Nächste seine 100 Millionen und warte, das geht sich nicht aus. Ich muss schauen, dass die alle parallel rechnen. Das heißt, was ich brauche und was in Postgres 9.6 jetzt in der Form nicht verfügbar ist, das gibt es in Postgres 10 dann, ist, dass ich an der Stelle, dass dieses kleine Stück Software parallel wird. Dass quasi der Append-Node sagt A plus B. Du bist A, du bist B, du bist C, A plus B plus C. Und was der tut ist, A, B, C parallel und das parallel zusammenhängen. Und der muss noch was machen. Der muss nämlich die Teilabfrage wegschicken, die nächste Teilabfrage wegschicken, die nächste Teilabfrage wegschicken und dann erst zusammenfassen. Ne? Das heißt nicht wegschicken und warten, sondern wegschicken, feiern, forget und warten, bis was zurückkommt. Ne? Das heißt, ganz wichtig, damit es funktioniert, ist, dass ich an der Stelle in diesem Append-Node Parallelität reinkriege. Okay? Also das ist parallel Append und asynchrones Fetching, damit sichergestellt wird, dass der mal alle Sachen machen kann. Und dann gibt es eine Kleinigkeit, das ist wirklich ein Thema. Normalerweise ist es so, wenn du Abfrage schreibst, macht Postgres einen Join, also Join, den zeigst du einmal zusammen, und dann aggregiert er die Daten. Das heißt, er joint einmal Geschlecht und Person und dann zählt er ab, wer wie viele. Das ist nicht so ideal. Ich könnte nämlich auch hergehen und quasi die Geschlechts-ID zählen und dann joinen. Schneller. Das heißt, aus historischen Gründen, das ist einfach die Struktur des Postgres Optimizers, war historisch gesehen so, dass er zuerst die ganzen Daten zusammengesammelt hat und dann hat er quasi diese Aggregatsfunktionen draufgelegt. Und das ist in dem Fall ein bisschen ein Problem, weil ich muss aggregieren, bevor es zusammenzählt. Okay? Und das, was da so easy cheesy ausschaut, waren so, sagen wir mal, 4 Wochen Arbeit vom besten Entwickler, den wir haben. Ne? Der dann gemeint hat, ist das Schwierigste, was er jemals gecodet hat. Okay? Also wirklich Optimizer interner 10 hoch 3. Ne? Und dann bist du in der Lage, diesen Plan zu generieren. Diese Sachen, diese Features kommen jetzt schrittweise in die nächsten Postgres-Versionen rein, um einfach, damit ich quasi solche Skalierungssachen machen kann. Nicht? Das Problem ist klar, der Zart hat es nur noch keiner bis jetzt. Nicht? Das ist wirklich umzusetzen. Aber im Prinzip für diese ganzen großen verteilten Operationen, das ist ein Slide, das überspringt man leicht, aber das ist eigentlich die Crux, dass er in der Lage ist, herzugehen und das Aggregat vorm Vereinigen zu machen. Ja? Das geht, da haben wir einen Patch dafür, der in Review ist. Ja? Und da gibt es halt nicht mehr gar so viele Leute, die das reviewen können. Nicht? Das heißt, das ist einmal das Schwierigste. Gibt es bisher irgendwelche Fragen? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hardcore, ja. Richtig. Es gibt 3 Arten von Aggregatsfunktionen. Safe, unsafe und ein Ding in der Mitte, dessen Namen ich dauernd vergiss. Cosinus ist safe. Was ich, wenn jeder seine Cosinus berechnet, ne, kann ich das parallelisieren, es gibt keine Seiteneffekte. Wenn jetzt zum Beispiel einen Median berechnen, gutes Beispiel, dann macht, oder noch besser, einen Trend berechne, dann macht die Reihenfolge erstens einmal einen Unterschied und das gleichzeitig, weiß ich nicht, vielleicht gibt es einen Algorithmus, keine Ahnung, nicht? Aber es gibt Sachen, die kann ich nicht parallelisieren, das ist völlig richtig. Das heißt, es hängt quasi von der Aggregatsfunktion ab, ob das geht oder nicht. Und da gibt es 3, da gibt es Restricted, Safe und Unsafe. Okay? Restricted, ist mir eingefallen, ist so ein Zwischenmodus, dann darf das nur über dem Gather-Node sein, das ist ein technisches Detail, ja. Okay? Aber prinzipiell ja. Das ist die einfache Übung. Ich brauche Aggregatsfunktionen, die in der Lage sind, quasi das zu liefern. Das ist beim Count kein Problem. Aber in Wirklichkeit muss ich machen Count, Sum. Ne? Und beim Average muss ich machen Anzahl, Summe und das muss da oben dann gerechnet werden. Ich habe ein komplizierteres Zwischenergebnis. Ja. Ein komplizierteres Zwischenergebnis. Das heißt, an der Stelle, das ist der einfache Teil, ich brauche jetzt ein paar Aggregatsfunktionen, um das hinzukriegen. Aber das ist wurscht. Ja. Das ist Tipparbeit. Ja. Gut, okay. Naja.
Also, worum geht's? Die Aggregierung auseinanderschneiden, die parallelen Teilabfragen runterzuschicken, die parallele Ausführung auf den Charts und das Zusammensetzen der Daten. Und was wir braucht haben, waren ein paar einfache Aggregatsfunktionen, das Tipparbeit, das ist wurscht. Dann einen ziemlich heftigen Planner-Patch, der hoffentlich upstream geht. Und diese ganzen Parallelisierungsarbeiten, die für Postgres 10 jetzt ohnehin passieren. Okay? Also im Prinzip waren wir ein Patch plus Aggregierungsfunktionen vom Ziel weg. Plus ein paar Konfigurationen, die man ohnehin braucht. Ja? Also ungefähr das ist der Stand der Technik, Stand Postgres 9.6. Postgres 10 braucht nur mehr den Optimizer-Patch. Und die paar Aggregate, dann geht alles. Okay? So, 2,1 Sekunden. 3,2 Milliarden Zeilen in 10 Gruppen in 2,9 Sekunden gibt etwas mehr wie eine Milliarde Zeilen pro Sekunde, also zu Deutsch, ist möglich. Ja. Gibt es da zum ersten Teil einmal eine Frage, bevor ich der Spur weitermache? 32. Das sind jetzt 32, aber über die Node-Anzahl reden wir noch. Also da, über die Node-Anzahl ist das nächste Thema. Gibt es bis daher irgendwelche Fragen einmal? Hat das jeder kapiert, worum es da ungefähr geht? Wenn du in die Phase kommst, hast du ein Problem. Weil in dem Moment, wo der beginnen muss, Daten auszutauschen, bist du im Arsch. Ganz das Geld. Wenn jeder von euch 5 Zeilen schickt, die ich addieren muss, alles kein Problem. In dem Moment, wo du beginnst, 100 Millionen Zeilen zu schicken, weil zu viele, oder wurscht, aus irgendeinem Grund, in dem Moment können wir zusperren. Das heißt, in dem Moment, wo du beginnst, das Netzwerk zu benutzen, Schluss mit lustig. Weil du nicht mehr in der Lage bist, die Teilergebnisse irgendwo hinzukriegen. Ne? Also in dem Moment, wo du beginnst, Netzwerk zu benutzen, wird schwierig, sage ich mal vorsichtig. Ja. Es wird schwierig, also enorm schwierig. Also in dem Moment, wo der da beginnt, die Daten raufzuziehen vom anderen Node, brauchst du gar nicht weitermachen. Ist vorbei. Ja. Das ist bei OLTP okay, ja, hast du ein bisschen Netzwerklatenz, aber in dem Moment, wo du das machen musst für Massendaten, kannst du die einmaggerieren. Also das, dann ist vorbei. Also wenn Netzwerk ein Thema ist, dann nur für den Ladeprozess. Und wenn es das nicht mehr ist, ist es vorbei. No way. Ja? Also du musst an dieser Stelle die Operation bei den Daten lassen. Also die Operation muss bei den Daten bleiben. Das ist ganz wichtig. Also quasi die Berechnung muss bei den Daten sein. Wenn du beginnst, Daten zu bewegen, ist vorbei. So viel zum Thema Daten und Business-Logik trennen. Online Transaction Processing, select Stern from Telefonbuch, wer Name gleich Hans. Das OLTP. Und Analytics ist das Gegenstück, also das ist Analytics. Und OLTP ist Insert, eine Zeile, Update, Telefonnummer, Insert, Überweisung. Sowas in die Richtung. Okay? 32. 32. 32. Ja. Ich habe nur an der Stelle nur 2 raufgemalt, weil wir haben vorher gehabt, pro Node ca. 40 Millionen Zeilen pro Sekunde. Das heißt, ich brauche entsprechende Anzahl, um das hinzukriegen. Also wenn du jetzt echte Hardware hast, mit super nicht virtualisiert und alles easy, irgendeine super coole Power-8-Maschine mit 1 Milliarde Cores, und nehmen wir an, der Benchmark ist so gelegt, dass Speicherbandbreite kein Thema wird und Speicherlatenz und so Zeugs, dann sind es weniger. Das sind bitte 8,20 Euro gemietete VMs von Google. Okay, so nur ein bisschen, um da Perspektive zu geben. Ja. 8,20 Euro für alle. Ja. Okay. Gibt es noch andere Fragen zum Thema? Irgendwas? Gut. Da steht es eh. Daten in Memory, 32 Boxes und wichtig ist, mehr Kisten dazu. Ah, 28 Euro, ich habe gelogen. Scheiße, was haben die gemacht? Na wurscht, irrelevant. Ja. Also eine Parkstrafe da draußen am kommunistischen Parkplatz. Ne? Das heißt, ja, das ist mal der Punkt.
In Postgres 10 wird es massiv mehr Built-in-Parallelisierung geben. Das heißt, viele dieser Dinge, die ich da jetzt reingepatcht habe, um das möglich zu machen, so parallel append und so Zeugs, ist Postgres 10 out of the box. Ja? Der Optimizer-Patch, von dem ich geredet habe, ist noch nicht out of the box. Aber was wir auf alle Fälle sehen werden, ist, dass wir da enorm viel mehr Parallelisierung in Postgres 10 haben. Das heißt, das ist jetzt eine wirklich gute Implementierung schon. Also wahrscheinlich schon mit Parallel-Sorts und so Zeugs. Ja? Ziemlich gut. Gut, ja, wenn ich jetzt sage, Group by Q, Prolab, wurscht was, dann geht's heute noch nicht. Ganz einfach. Also das zum Beispiel ist eine Operation, die mit Stand, wie ich das Paper geschrieben habe, noch nicht möglich war. Wenn wir jetzt irgendwann einmal hashbare Grouping-Sets kriegen, dann wird das möglich sein. Also das meine ich damit. In dem Moment, wo ich da Rollup dazu schreibe, dann geht es nicht mehr. Das ist eine Limitierung in dem Code, den ich da verwendet habe. Das wird man schrittweise ausbügeln. Die einen werden sich denken, oh, aber schade. Die anderen werden sich denken, was ist Rollup? Nicht? An beide gebe ich die Antwort, geht halt im Moment noch nicht. Also das führt alles in den Themenkreis, dass nicht immer alles möglich ist. Jetzt ist es so, dass wir durchaus einige CPUs gebraucht haben, um das hinzukriegen. Also wir haben durchaus jetzt eine Menge CPUs im Spiel gehabt. Und da ist es so, dass im Moment sind wir drei Gruppen bewusst, die an sogenannter Cheat Compilation in Postgres arbeiten. Das heißt, im Moment ist es ist die ganze Ausführungsengine so eine State Machine, da gibt einen Datensatz rauf, zählt dazu, gibt einen Daten rauf, zählt dazu. Das ist nicht sonderlich gut für eine moderne CPU, also für solche Anwendungen. Das ist im Moment, ich habe gesehen, ich glaube drei oder vier Gruppen im Moment, die an sogenannter Cheat Compilation arbeiten. Das ist LLVM, falls das irgendwem was sagt. Wo man halt einfach hergeht quasi und diese Operationen schon quasi just in time macht. Bitte, das heißt nicht, dass da Java reinkommt, ja? Nix, null, ja? Das heißt, wir sind immer noch auf C-Ebene, es ist immer noch alles leibern, das ist alles gut, ja? Es hat nichts mit Java zu tun, ja? Ist immer noch ein C-Programm, ja? Aber dass man quasi on the fly einfach bisschen mehr machen kann. Ja. Das heißt, das wird auf alle Fälle, ich habe Tests gesehen von ein paar Kollegen aus Russland, von irgendeinem Forschungsinstitut in Moskau, also bei der Query wäre wahrscheinlich noch Faktor 10 drinnen, wenn unter Annahme perfekte Cheat Compilation. Okay? Also dann reden wir halt schon um ein paar Server weniger, gell? Also von dem her. Also das ist auf alle Fälle ein ganz wichtiges Thema. Das nächste, was noch dazu kommt, ist, mir ist jetzt da kein besserer Begriff eingefallen. Ich nannte es einfach einmal tiefe Execution. Im Moment ist es so, ich habe eine Maschine, ich aggregiere das Ganze und die Sache ist durch. Ist für diese Query ideal. Es gibt aber durchaus Workflows, wo ich mehrstufige Aggregierungen habe. Da zähle ich einmal zusammen, dann berechne ich daraus irgendwas, dann mache ich da wieder was, dann mache ich aus dem wieder was. Das heißt, was jetzt schon durchaus möglich ist, ist, dass man quasi seine Daten und seine Strukturen so baut, dass ich das mehrstufig, so Pipeline-mäßig über eine ganze Kette von Servern hinweg mache. Ja? Also das ist sicher auch möglich. Ja? Gut, also Tree of Servers habe ich es jetzt genannt. Ja, aber das ist wirklich jetzt für eine Spezialgeschichte, wenn du irgendein Lernverfahren hast oder was auch nicht. Irgendwas halt. Ja? Gut, was noch ein Thema sein wird, ist Column Store. Es gibt ein Agreement, dass das in Postgres implementiert wird. Es ist nur die Frage, was ist der beste Weg, das zu tun. Was ist die Idee hinter dem Column Store? Ich habe in einer Spalte viel mehr Redundanz wie in einer Zeile. Also wenn da steht Sepp Meyer, 17. August 1983 Wien, ist null Redundanz in so einer Zeile. Die Redundanz ist da unten. Weil da gibt es eine Million Leute, die in Wien wohnen und 500.000 Sepp Meyers und 700.000, was auch immer. Das heißt, für solche analytischen Aufgaben ist auf alle Fälle so, dass ein Column Store durchaus teilweise eine präferierte Variante sein kann. Und es kann auch durchaus sein, dass es Sinn macht, an dieser Stelle eine Grafikkartenintegration zu machen. Es gibt bereits Grafikkartenintegration für Postgres, für Vektorisierung. Da arbeitet ein Japaner dran, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, sonst würde ich ihn euch gerne mitteilen. Aber das ist auf alle Fälle machbar. Also mit Column Store geht noch was. Also wie gesagt, wir werden in Zukunft sicher in der Lage sein, dass wir da wahrscheinlich das Ganze auf 6 Servern machen oder so irgendwie. Ja. Ist durchaus realistisch. Ja. Okay? Oder 4, je nachdem halt. Wie die Daten gelegt sind. Gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?
Es war heuer ein bisschen komplizierteres Thema. Sven. Kann man das noch schneller machen? Sicher. Welche Ideen waren zu bieten? Was ist deine Vision von Dann? D2. Cheat Compilation für den Executor und Column Store für die Analytics. Ansonsten geht nicht mehr viel. Meiner Meinung nach. Also du musst vektorisieren. Ja. Ja. Die Frage ist wahrscheinlich die, wenn du jetzt analytisch unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich eine andere Aufbereitung brauchen, wie wenn du einfach OLTB unterwegs bist, also Insert, Update, drei Zeilen, ne, und so weiter. Dass die Database das erkennt, wie sie es ablegt, naja, zum Zeitpunkt des Laden weiß sie ja noch nicht, was du vorhast. Ne? Könnte man im Prinzip tun. Ja, also der Weg dafür ist Materialisierung oder dass man beim Laden sagt, in welchem Format man das gerne hätte oder irgendwie so. Also so in die Richtung wird das gehen. Ne? Der OLTB-Prozess ist im Prinzip eine relativ undankbare Sache, wobei es da eher so ist, dass ich habe schon einige Sachen gesehen, wo Postgres jetzt quasi das ETL-Tool war. Ich habe einen Fall gesehen in Deutschland, die haben noch Industrie, das gibt es ja bei uns nicht mehr dank Steuerpolitik. Dass es so ist, quasi, dass die haben von Oracle Daten geholt, haben sie umgebastelt und in eine Graph-Database geschrieben. Und Postgres war die Datenschleuder. Also quasi das klassische ETL-Tool wird es wahrscheinlich immer geben. Bei uns im Postgres-Umfeld ist es so, dass viele Leute Postgres als ETL-Tool verwenden. Ja. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage halbwegs. Okay, bitte. Genau. Was Der 57. September, den MySQL defaultmäßig immer noch verschluckt, den nimmt Postgres nämlich nicht. Da ist irgendwie ein riesigen Flame war vorige Woche. Ich habe mir nämlich angemaßt, die Default-Installation von MySQL auf Datenintegrität zu prüfen und da ist Strict Mode off. Die akzeptieren den 60. Februar und so weiter. Das prinzipiell könnte man machen, was du sagst. Das Problem ist jetzt nur, wenn der 67. Februar in Postgres ankommt, dann wird Postgres sagen, also jetzt binär. Ja, also. Na. Ja, kannst alles machen. Die Frage ist, ich habe noch keinen Anwendungsfall gesehen für dieses komische Produkt. Ja, wenn du im Jahre 2017 eine Einstellung hast, die in meiner Übersetzung bedeutet Bugs on und defaultmäßig ist Bug on, dann gibt es keinen Anwendungsfall mehr. Wenn dort steht Check Constraint, ja, Check ID kleiner 10 und in der Doku steht Check Constraint is passed but silently ignored. Das ist nicht meine Böswertigkeit, das ist Doku, MariaDB MySQL. Wenn die im Jahre 2017 es schaffen, in einem Derivat Datentyp-Checks defaultmäßig zu aktivieren, das ist wie wenn du deinen Kühlschrank öffnest und defaultmäßig explodiert er, bis du einen Schalter umstellst, ja? Das ist wie wenn du ins Krankenhaus kommst, defaultmäßig einen Einlauf kriegst, bis du ihn explizit abbestellst. Ja? Da sind die meisten Leute unglücklich darüber. Ja? Ich verstehe dieses Mindset nicht, warum Bugs on vehement verteidigt wird. Ja? Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht ist es mein Altersgrant oder ich weiß nicht. Ja? Aber ich verstehe es nicht. Ja? Bugs off, Alter. Ja? Das ist wie, ich starte meinen Motor und defaultmäßig zerreißt mir den Block nicht, ja? Weil ich einen Schalter vergessen habe. Das ist wie ein alter Flugmotor, da geht das. Ja? Okay?
Aber ja, nur vom Mindset her. Na, es ist kein schöner Test. Es ist scheiße. Gut, weitere Fragen. Naja, es sieht so aus, dass du kompilierst normal und dass dann zur Laufzeit eben diese Dinge passieren. Ne? Dass das unterwegs, dass du die Sachen überlegst. Wie die Implementierung genau ausschauen wird, steht in den Sternen. Ja. Okay, also es könnte sogar sein, dass dann wirklich alles in der LLVM dann komplett ist. Man wird sehen, ja. Also, dazu gelingt halt, ne? Oder wie auch immer das dann laufen wird, ich weiß nicht. Wie gesagt, es sind vier Teams dran. Was ich schon gesehen habe, ist, dass du dann im Execution Plan, du hast, was ich, where x gleich 3, nicht? Und der Explain gibt dir dann einen Assembler-Code raus, quasi wie die Where-Bedingung dann ausschaut. Das ist schon geil irgendwo. Na gut, das habe ich gesehen von den Russen. Ja. Sonstige Fragen, bevor ich rausgeschmissen werde aufgrund von Zeit. Warum GPU? Genau. Weil du, sagen wir mal so, eine GPU kann in einem Taktzyklus, ich glaube 30 Threads aufmachen oder so, kann in einem Taktzyklus ein Floating Point addieren, kann ein Intel-Chip auch. Nur die GPU hat 300 Threads oder 1500 Threads oder keine Ahnung wie viel halt. Ne? Die GPU ist Matrix addieren Faktor 500. Und wenn du eine Tabelle als Matrix siehst und eine Where-Bedingung im Wesentlichen eine Funktion auf eine Zeile, ein Filter, quasi in dem Moment, wo du eine Tabelle als Vektor siehst und die CPU als Matrizenrechenmaschine siehst, erklärt sich das Thema. Genau. Solange keine Strings vorkommen. Ja, genau. Genau. Also nicht für alles. Wir reden von Zahlencrunch. Ne? Ja, also ich glaube, die haben mittlerweile so viel Kohle investiert, dass ihre GPUs auch ein bisschen mehr können, ne? Dass sich diese Dinge wahrscheinlich vielleicht eine Spur relativieren werden. Sonstige Fragen? Gut. Herzlichen Dank.